Ich hab nen Deal und nun ein Monument mit dreidimensional. Doch bleibe Indie wie die Member des Arcade Fire Club. Denn sie erwarten wieder mal gewagte Phrasen in dem Pass. Und ich verpack sie in Metaphern, die du aber mal nicht raffst. Die Medien bezeichnen mich als Meister seines Fachs. Als lyrisch krass begabtes Artefakt vom Kleiderschrank die Charts gepackt. Und noch immer reicht der Mic in meiner Gegend. Leider sehen viele nicht, wie viel an Zeit ich dafür gebe. Keine Träne, weil ich lach für jeden Menschen, ich erwähne. Meine Pläne haben sich ja mit den Jahren so ergeben. Ich verlege wegen Mucke meinen Rhythmus auf die Nacht. Denn ich bewege damit mehr als nur mit Unibib und Pub. Ging durch die Scheiße jeden Tag, weil ich fast pleite deshalb war. Doch heute zahlen sie bei Gigs mit ein paar Scheinen für die Parts. Geht nicht von krass verändert Seite, weil du leider nicht erahnst, dass es schon immer meine Weise war, auf Schreiben zu beharren. Dreidimensional, da draußen gibt's genügend Menschen, Mann, die fühlen diese Tracks. Ich werde mich erinnern, mein erstes Mikrofon stand in einem Kleiderschrank im Kinderzimmer. Es ist Zeit zu kapieren, ich bin scheiß talentiert. Denn ich komme in die Booth und das Mic salutiert. Jede Cypher gefriert, wenn ich Rhymes zelebriere. Bei denen ein Rapper sich vor Geiler gleich die Pfeife massiert. Ich bin tighter als ihr, bereit Neid zu kassieren. Ihr bringt nichts Cooles raus, es sei denn ihr seid Eis am Servieren. Kleine Biter seid ihr, nur noch Trap auf dem Markt. Nur noch Trap in den Charts, Alter, trap mich am Arsch. Zerfetzt eure Parts mit so deftigen Bars, dass man fragt, wieso in eurer Box geschnetzeltes lag. Z ist am Start, ey, wann checkt ihr das mal, dass dieser Slayer einfach immer schon der Beste hier war. Deutscher Rap ist naja, eure Texte bla bla. Aber komm ich mit der Family, ist Rap wieder da. Wo er hingehört, Z zum R, NWO, was man. Deutsches bestes Independent Baby hier mit Abstand. Dreidimensional, da draußen gibt's genügend Menschen, Mann, die fühlen diese Tracks. Ich werde mich erinnern, mein erstes Mikrofon stand in einem Kleiderschrank im Kinderzimmer.